Hallo, herzlich willkommen und wunderschönen guten Abend, Tag, was auch Mittag. Ja, jedenfalls, es ist mal wieder Zeit, die guten Neujahrsvorsorge, Neujahrsvorsätze. Was red ich denn heute für komisches Zeug? Ach, ist ja herrlich. Neuen Vorsätze, die Neujahrsvorsätze noch einzuhalten weiterhin und nicht schleifen zu lassen. Und deswegen geht es mal wieder mal weiter mit einem Kreuzworträtsel. Und ein Gag ist kein Jux, wie es aussieht. Ein Joke ist es auch nicht. Fluss durch Straßburg. Mist. Friesischer Männername. Jochen. Nein. Abtrünnig. Hochsprungutensil ist ein Stab, würde ich jetzt versuchen reinzuschreiben. So, Festessen, Bestien, nein. Der Luzifer, den kennen wir doch persönlich. Teebereitungshilfe. Ne, ne, ne. Wasser wäre vielleicht auch ganz schön, aber ist es auch nicht. Babylonischer Wassergott, oh Gott. Wegschnappen. Wegnehmen. Nein. Unfertige Software ist natürlich irgendwas von. Genau. Alles, was von denen kommt, ist unfertige Software. Niederdeutsch. Schilf. 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 Niederdeutsch, das ist ja auch. Abluchsen könnte das sein? Nee, nee, nee. Außerdem glaube ich, abluchsen wird mit CHS geschrieben, aber das ist was anderes dann. Also, es ist sowieso ein anderes Wort hier. Der Außerirdische ist der da. So, weiblicher Vorname. Margret! Nee, Kriminelle ist ne, zum Beispiel das. Achso, nicht die Kriminelle, sondern die Kriminelle als Mehrzahl, ja. Eulenspiegels Freundin, uff. Kurzform von, also ich wüsste jetzt, huch. Nee, das ist es nicht. Was ist denn diese Kurzform? Da bin ich ja mal gespannt, was das sein soll. Hühnerprodukt ist natürlich dieses jene welche. Vollwertkost. Salat? Nee. Tendenz? Ungehobelt. Das nicht. Notlage. Englischer Männername. Könnte Dan sein. Ist es aber nicht. Ben. Länge. Lärmendes Getue. Was ist denn das alles hier? Hilfe. Anregender Bitterstoff. Bekannt als, kann ich schon mal sagen. So, das ist das. Fürstlicher Diener ist dann wahrscheinlich wieder der Lakai gewesen. Deutsches Gebirge. Gebirge, Gebirge, Harz, es gibt Erzgebirge, das passt alles nicht so rein. Alpen gibt's auch, ist es aber auch nicht. Männername, Anke. Oder Anne. Nein. Ostasiatische Halbinsel. Tada! Okay, dann ist das bestimmt Arne. Ja, ja. Amerikanischer Militärsender. Ja. Mist. ANN ist es nicht. Okay, okay, anregender Bitterstoff. Ja. Abtrünnig ist mir auch gerade nicht so ganz bekannt. Oh Gott, ey, was sind denn das? Altdeutsches Längenmaß. Bam, wenigstens etwas. Okay, dann ist abtrünnig wahrscheinlich sowas wie taktlos. Nee, treulos. Treulos ist es. Taktlos ist ja eigentlich was anderes. Ulk ist ein Jux. Ah, es läuft. Bankett ist das Festessen. Jetzt kriegen wir es doch mal hin.
Trevi ist eine Teebereitungshilfe und deswegen gibt es auch den Trevi-Brunnen, weil in dem wird Tee gemacht. Nein, das definitiv nicht. Aber ich versuche mal Ra. Nee. Okay, es ist kein sowas. Babylonischer Wassergott. Ich habe sowas von keine Ahnung. Wett? Ich habe keine Ahnung, was. Wow, oh, das Wort sieht so schlimm aus, wenn es so dasteht. Aber ja, jetzt habe ich es auch. Also gerade eben, bevor ich den letzten Buchstaben eingetragen habe, ist es mir dann doch endlich in den Sinn gekommen. Das T-Ei. Ein Wort mit drei E hintereinander. Hilfe. Okay. Okay. So, friesischer Männername. Ach, wie heißen die denn alle so? Otto, nee, Hauke, nee, auch nicht. Weiblicher Vorname, Sabri. Nein, ich glaube nicht. Möbelholz ist wahrscheinlich Teak, ja. Eine Kolonne ist ein Treck. Huch! Oh, ich hasse es, wenn das passiert. Und jetzt ist alles verschoben. Nur weil ich auf das. Auf eine Taste gekommen bin. Kurz vorm. Ich habe immer noch keine Ahnung. Ich vermute mal, es ist Lia. Kann mir bitte mal eine Juliane sagen, also wenn es eine gibt, die wirklich Lia abgekürzt wird, dann soll sie sich bitte bei mir melden. Ich kenne das noch nicht mal als Kurzform für Julia, aber Juliane ist ja noch. Also ich habe schon mal von einer Liane gehört, die eigentlich nicht Liane hieß. Und ich glaube eher Juliane, aber von einer Lia, die Juliane hieß. Nee, das ist mir neu. Abjagen könnte man noch nehmen. Ah, ist es auch. Okay, dann Asthma ist natürlich Atemnot durch die Nacht. So, okay, das ist Aerobic. Ja. Niederdeutsch Schilf. Ja. Was haben wir hier? Weiblicher Vorname Baumi. Nein. Gab nie? Nein. Lämi? Nein. Pämi? Nein. Weiblicher Vorname. Hilfe. Farmi. Mir würden so viele blödsinnige Sachen gerade einfallen, aber nicht. Halmi? Nein. Oh Gott. Was könnte das für ein Vorname sein? Okay, wahrscheinlich ist es. Okay, okay, aha. Ach so, oh, EI, nicht IE. Dann ist es Heintje. Ja, jetzt haben wir das schon mal. Okay, wir kommen immerhin weiter in dem Ganzen. Nur halt etwas langsam, würde ich sagen. Aber wir sind auch trotzdem noch gut dabei, würde ich denken.
Mal überlegen. American Military Network? Nein. American Army Network. Russia, Türkisch, ZP. A. Nee, A hatten wir schon. AFN. Okay, American Field Network? Ich habe keine Ahnung. Koffein war das? Ja. Deutsches Gebirge. Ife. Eifel. Natürlich. Puh. Jim? Nö. Bim? Gim? Tim? Natürlich. Notlage. Machen wir erstmal die Kurzform von Sanitäter, das ist noch leicht. Dann haben wir hier die Misere. Ja, wird wieder. Die Tendenz ist dann wohl der Trend. Ja, Nebenfluss der Lahn ist Ar. So wie der Adler, glaube ich, in der Fabel. Oder so ähnlich. Oder im Poetischen. Oder was auch immer das war. Dann haben wir hier das Tamtam. Dann haben wir... Ungehobelt ist rau. Vollwertkost ist natürlich... kennt ihr noch den guten Kampfsportschauspieler Müsli? Das ist der. Das ist der. Weiblicher Vorname. Ich habe immer noch keine Ahnung. Oh. Was? Die norwegische Hafenstadt heißt Arendal. Okay. Ah, und der weibliche Vorname ist Naomi. Oh Gott. Naomi? Auch mal da. Arendal. Das merke ich mir. Die norwegische Hafenstadt Arendal merke ich mir. Denn die liegt irgendwo... Die könnte genauso gut ein Königreich aus einem Disney-Film sein. So, machen wir mal weiter mit dem zweiten Rätsel. Es sind jetzt noch nicht mal 13 Minuten um, also liegen wir immer noch mehr oder weniger in der Zeit. Studentenausschuss. Das ist, bei uns nennt sich das auch Referat, glaube ich, oder so ähnlich. Worträtsel. Kreuzworträtsel, nein. Ein offenes Auto. Ist mir klar, was das ist? Okay, dann weiß ich schon den zweiten Buchstaben. Die Spinne weiß ich auch. Das ist interessant. Das ist echt interessant, wie das hier schon anfängt. Italienische Form von Julia. Okay, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das hinhauen kann. Hilfe. Nee. Ah. Ortskennzahl, Telefon. Ah, okay. Ja, dann weiß ich jetzt schon. Okay. Dann habe ich gerade was Falsches gedacht erst, aber ich hab's. Dann. Lässige Sprache? Nee, wir wollen erstmal das. Hessisch für Kirmes. Jessica Parker. Sarah Jessica Parker. Nee, in Gang setzen. Starten passt nicht. Gehacktes. Oh, mit Gehacktem kenne ich mich doch aus. Mit Proviant beliefern. Gute Frage. Das ist auf jeden Fall den Kadaver, den weiß ich. Ah, okay, dann weiß ich auch den Studentenausschuss. Ja, okay, dann habe ich die 8 auch schon. Was ist denn das? Eigentlich ist Gehacktes auch Matt, aber das passt nicht. Ähm.
Okay, das ist jetzt wirklich komisch. Was könnten die noch meinen? Was könnten die noch meinen? Hautbewuchs. Also bin ich mir nicht sicher, ob die einfach nur Haare meinen oder so, aber gehen wir dann mal woanders lang. Tiefe Bewusstlosigkeit ist. Okay. Ja, habe ich. Dann haben wir hier ein T. Hier hatten wir auch ein T. Was könnte das sein? Das weiß ich noch nicht. Stacheltier ist auch klar. Ich gebe mal so ein paar Buchstaben ein, die ich weiß. Das ist ein T, das ist ein T. Dann haben wir hier die 6. Soll das sein? Und ich frage mich wirklich, was das sein soll. Also das weiß ich. Moment, das könnte sein, dass ich hier biblische Frauengestalt. Och, wie hieß die denn nochmal? Wie hieß die denn nochmal? Metallschlaufe. Öse? Nee. Offenes Auto ist auf jeden Fall das. Ah, dann ist das hier ein H und das ist ein B. Und wir sind durch mit dem Wort, es ist nämlich Halbgott. Ja, dann haben wir hier nämlich das Koma, dann haben wir hier nämlich Ätna, dann haben wir hier nämlich das Stacheltier Igel, dann haben wir hier bei dem hier Julia oder Julia, hoch, so rum, IT, EDV, genau, so, dann haben wir hier nämlich die Spinne Thekla. Fragt mich nicht, wieso ich sowas weiß. Ich habe Biene Maya nie geschaut, aber ausgerechnet das weiß ich. Wahrscheinlich aus irgendeinem komischen, merkwürdigen Lied von, wie hieß der denn? Wolfgang Petri. War nicht mein Musikgeschmack, schwör ich. Ich durfte nur immer gewisse musikalische Phasen von anderen Leuten mitmachen. Grässlich. Damals. Aber es ist okay. Ich hasse diese Leute dafür nicht. Also alles gut. Dann. Auch wenn ich wahrscheinlich für mein Leben geschädigt bin von Wolfgang Petri, Andrea Berg und der neuen deutschen Welle aus den 80ern. Es ist traurig, dass ich da wirklich mehr weiß als. Was denn das? Alpengipfel? Keine Ahnung gerade. Also ich habe davon mehr gehört, als ich. Sicherlich selbst jemals entschieden hätte. Lässige Sprache ist natürlich Slang. Gibt es mittlerweile ein Slangwort für Slang? Bestimmt. Das ist ein Rang. Und dann haben wir hier die Ironie. Fischfanggerät ist natürlich die Angel. Englischer Sänger Chris T, weil er Englisch ist. Und alles, was mit England zu tun hat, mit Tee zu tun hat. Nein, nein. Hessisch Kirmes. Kebab passt nicht. Gab es eine Jessica Biel? Leiter eines Bautrupps. Also ich weiß, das hier ist Ankurbeln. Ja. Handrücken ist. Wie nennt man dieses Ding? So, gehen wir erstmal woanders hin. Anbau ist ein Gebäudeteil. Jessica Biel könnte es wirklich? Nee? Ah, doch. So. Chris T. Ich versuch's einfach mal. Nein. Es gibt Agatha Christie tatsächlich, aber das war eine andere. So, dann machen wir hier mal mit dem Aas weiter. Der Hautbewuchs ist dann wohl der. Nö, ist kein Bart.
dann ist es wahrscheinlich wirklich bloß das Haar. Ja, ja, ja. Balkonpflanze. Oh, das kann doch nicht mehr so viel sein. Worträtsel. Weiß ich noch nicht, aber versuchen wir mal die Öse. Ja. Ah, ich habe eure Scharade durchschaut. So. Campen. Nein. Carsten. Nein, auch nicht. Was ist denn da? Was ist denn das für ein gehacktes? Katar? Nein. Ich überlege gerade, was ist denn das? Botanische Anlage ist mir auch gerade nicht bekannt, aber ich weiß, was eine Vorwahl ist. Eine botanische Anlage ist doch keine Bank, oder? Anständig. Ist nicht froh wahrscheinlich. Nee. Fromm geht auch nicht. Die biblische Frauengestalt ist Sarah. Okay. Anständig ist wahrscheinlich fair. Ja. Okay. Botanische Anlage ist bestimmt nicht die Mark. Auch wenn es die Mark Brandenburg gibt, aber die ist keine botanische Anlage. Ein Park, natürlich. So. Noch nie gehört. Ich habe das jetzt geraten. Rost ist es nicht. Rist. Rist. Er klingt so ein bisschen wie das englische Wort für Handgelenk. Muss ich sagen. Okay. Leiter eines Bautrupps. Folien würde reinpassen. Ist aber... Nein. Macht keinen Sinn. Ah, hier, Catern heißt das Ganze, das mit Proviant beliefern. Ich hab die ganze Zeit, also, wie hieß denn das Wort nochmal? So, dann haben wir hier die Geranie. Eiger? Genau. Irgendwo aus dem letzten, der letzten hintersten Ecke meines Gedächtnisses rausgekramt, dieses Wort. So, jetzt brauchen wir ja eigentlich nur noch zwei Buchstaben, und zwar... Das kann doch nicht wahr sein. Das muss doch... Ich gebe mal das Collier ein. Oh, Rea ist richtig. Und Collier ist falsch. Ich glaube, das wird auch anders geschrieben. Polier. Das war geraten. Leute, das war geraten. Ich habe keine Ahnung, was ein Polier ist. Und ich wette, wenn ich das jetzt hier eingebe, einfach mal... oh, auch Palier ist eine Berufsbezeichnung im Bauwesen. Aha, aha. Mensch, guck an. Ich kann das eingeben und krieg tatsächlich eine vernünftige Antwort. Okay, dann nehme ich dieses Wort an. Leiter eines Bautrupps. Aber ich habe noch nie davon gehört. Ich habe von Bauleiter schon öfter mal gehört, aber ich habe noch nie Polier oder Polier oder so gehört. Das benutzt man wahrscheinlich unter Bauarbeitern auch gar nicht so sehr. Ich höre da gerade so ein kleines Kichern aus der hinteren Ecke da drüben. Ich frage definitiv mal jemanden, den ich kenne, ob der das Wort öfter mal benutzt. Gut, dementsprechend sind wir ja fertig mit unserem heutigen Kreuzworträtsel, beziehungsweise mit unseren beiden Kreuzworträtseln. Es war mal wieder sehr, sehr, lehrreich heute, würde ich sagen. Ich glaube, die Sarah, die habe ich noch vorher nicht gekannt. Die Thekla kannte ich vorher schon. Und, was haben wir hier noch so gehabt? Slang, Angel, alles jetzt nicht das Problem. Chris, Rhea, keine Ahnung. Ich mache hier jetzt auch keine Schleichwerbung für irgendwelche englischen Sänger. Also, Jessica Biel, ja, so wird sie geschrieben. Und ist Schauspielerin, nicht Sängerin? Eine himmlische Familie. Ich kenne nur eine schrecklich nette Familie.
Okay, nee, sagt mir nichts. Und okay, hat mit Justin Timberlake zu tun. Jetzt weiß ich das. Morgen nicht mehr. Was? Ach, der ist das? Mensch. Julia? Was mit Julia? Ach so, ich dachte, weil das ist ein Wort, das hier drin vorkommt. Das ist, weißt du das? Du hast es auch gerade gelöst. Ist ja wunderschön. Okay, damit, mit diesen schönen Worten und dieser Erklärung zu Chris Rea, Driving Home for Christmas war's. Und ein Lied von ihm heißt anscheinend Julia. Julia, oh, Julia. Nee, das nicht? Oh, nee. Nee, ich glaube, das ist auch Julia. Oh Mann. Also für mich klang das immer nach Julia. Na, wie dem auch sei, dann weiß ich nicht, wie das Lied von ihm geht. Werde es auch nicht nachsingen. Ist auch vielleicht besser so. Und ich werde auch nicht das Lied von Biene Maja, über Biene Maja von Wolfgang Petri singen. Aber das gibt es. Und ich glaube, das ist ein ziemlich perverses Lied. Ja, damit möchte ich jetzt wirklich mal Tschüss sagen, auch wenn es gerade wunderschön ist, über solche Sachen zu erzählen. Sollte man vielleicht irgendwann einplanen in einem Stream vielleicht mit ganz vielen Kreuzworträtseln und dann auch mal ein bisschen was zum Besten geben. Ja, das wäre eine Idee. Aber jetzt für diesen Teil ist das Video erstmal aus.